Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu meinem neuen Video für deine Prüfungsvorbereitung. Heute geht es um den Aufnahmebericht und zwar nicht ganz über den Aufnahmebericht, sondern über den Anamnesebogen. Das ist der Bogen, den man im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung ausfüllen musste, wenn der Patient oder der Bewohner die Pflegeeinrichtung betritt. So, und wir schauen uns mal diesen Aufnahmebericht, diesen Bogen gemeinsam, aus welchen Teilen er besteht. Und natürlich, um in der Prüfung diesen Aufnahmebericht gut zu schreiben, ja, musst du den Aufnahmebogen gut kennen, aus welchen Teilen er besteht und so weiter. Und in meinem Buch Aufnahmebericht schreiben findest du alle Teile des Aufnahmeberichts, alle Teile des Bogens und alle Lösungen, alle Sätze, die zu diesen Teilen auch passen. Außerdem gibt es noch mein Buch Biografie schreiben, Biografiebericht schreiben. Hier gibt es genauso Beispiele von den Berichten, die so wie in der Prüfung aussehen sollten. Alle Tipps und alle Formulierungen sind in beiden Büchern. Falls du Probleme beim Schreiben hast und die meisten Kursteilnehmer haben Probleme beim Berichteschreiben, weil es so wenig Materialien gibt und so wenige Beispiele auch gibt, deswegen empfehle ich dir herzens diese zwei Bücher oder einen Buch, je nach dem Bericht, du bei der Prüfung schreiben möchtest. Außerdem im Mai findet mein neuer Kurs für die Prüfungsvorbereitung auf die komplette Prüfung Telgdeutsch B1, B2 Pflege. Und ich lade dich ganz herzlich ein zu diesem Kurs. Es wird ein neuer Kurs sein für die komplette Prüfung und eine kleinere Gruppe sein. Und dort schreiben wir mit meinen Büchern, schreiben wir Berichte und ich korrigiere deine Berichte. 7 Berichte, die du schreibst, werde ich korrigieren und bewerten und an dich weiterschicken. Das heißt, du erhältst ein komplettes Training direkt von mir, von der TELG-Prüferin und Deutschlehrerin. Nun beginnen wir mit dem Aufnahmebogen. So, wir sind jetzt beim Anamnesebogen. Ich mache es ein bisschen größer für Sie, dass Sie das sehen. Das ist eine Tabelle und zuerst kommt Bewohnername und dann hier steht Bewohnername. Ja, hier fehlt Information und hier ist geboren am. Hier steht auch das Datum von der Person, von dem Bewohner. Einige Schüler haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, sie haben vergessen, das Geburtsdatum zu schreiben in der Prüfung, ob da man weniger Punkte bekommt. Richtig. Wenn Sie einige Punkte vergessen aus der Tabelle, aus dem Anamnesebogen, wenn Sie dort etwas vergessen, dann kriegen Sie weniger Punkte. Und Sie wissen, man sollte maximal 20 Punkte bekommen. Genau, 20 Punkte maximal und B2-Niveau ist sehr anspruchsvoll. Also vergessen Sie bitte keinen Punkt von dem Bericht. Teil Nummer 1 ist nach ADL sortiert. Das sind Gewohnheiten, Wünsche und Ressourcen. Wir sehen in der Tabelle eine Frage und Sie müssen, nicht Sie, sondern es ist schon in der Prüfung angekreuzt. Ja? Das ist hier ein reiner Antwort, ein reiner Anamnesebogen, ein sauberer Anamnesebogen ohne Striche. In der Prüfung werden hier unterschiedliche Kreuzchen sein. Ja? Und Sie müssen keine Kreuzchen machen. Sie müssen nichts machen, Sie müssen nur einen Text schreiben. So, dann sehen wir Orientierung, ist zeitlich, örtlich, situativ oder zur Person orientiert. Außerdem sehen wir auch Hilfebedarf.
hier muss man dann ergänzen, die Sätze ergänzen, je nachdem, was angekreuzt wird. Ja, gut. Dann kommt schon der zweite Punkt nach ADL, sich bewegen. Und hier geht es um, ob der Mensch sich bewegen kann, ob er stehen, sitzen, laufen und so weiter. Beim Hilfebedarf sehen wir Kontakturen, ob die Kontakturen vorhanden sind und wo genau sind diese Kontakturen. Genau, hier geht es alles um die Bewegung. Dann kommt Nummer 3. Vitale Funktionen aufrecht erhalten. So, und hier geht es um Blutdruck. Wird regelmäßig Blutdruck gemessen? Ja oder nein? Blutzucker gemessen? Und bei Hilfebedarf sehen wir etwas Informationen über Blutdruck und so weiter, Diabetes oder ob der Patient unter Sauerstoffmangel leidet oder nicht und so weiter. Dann kommt Nummer 4, sich pflegen. Hier geht es um die Pflege. Welche Vorlieben haben Sie im Bereich der Körperpflege? Welche Körperpflegemittel benutzen Sie? Wer besorgt diese? Wie rasieren Sie sich? Wie pflegen Sie Ihre Haare? Und so weiter. Übrigens zum Thema sich pflegen, sich rasieren und Pflegemittel gibt es auf dem Telk-YouTube-Kanal mein Video oder sogar zwei Videos zu diesem Thema, wo Sie mit mir auch diesen Wortschatz lernen können. Den Link zu dem Telk-YouTube-Kanal finden Sie auch auf meiner Homepage hier in der Videobeschreibung. So, dann kommt weiter Nummer 5, Essen und Trinken. Hier geht es um Speisen, Lieblingsspeisen, welche Speise lehnen Sie ab, also was mögen Sie nicht, was mag der Patient nicht, wie viel trinken Sie gewöhnlich am Tag, möchten Sie Ihre Mahlzeiten in Gemeinschaft einnehmen und so weiter. Sonderernährung, Schonkost, schauen Sie, hier ist dieses Fachwortschatz. Hier sehen wir viel Fachwortschatz, wie in der ganzen Prüfung auch. Und bei Hilfebedarf, hier rechts, sehen wir, sieht Notwendigkeit von Essen, Trinken nicht ein. Also der Patient möchte das nicht. Essen möchte nicht trinken und sieht Notwendigkeit einer Diät nicht ein, möchte keine Diät machen und so weiter. Sonderpäck komplett und so weiter. Zum Thema Essen in der Pflege gibt es auch ein Video auf dem Telk-YouTube-Kanal. Link ist in der Videobeschreibung. Gut, dann kommt weiter Ausscheiden Nummer 6. Es geht um Toilettengang. Benötigen Sie Hilfe beim Toilettengang, können Sie Blase und Darm kontrollieren und so weiter. Ich lasse Sie ein bisschen Zeit, ich lasse Ihnen ein bisschen Zeit, dass Sie lesen. Genau. Und dann kommt der nächste Punkt, sich kleiden. Sich kleiden. Es geht um die Kleidung. Welche Kleidung tragen Sie gerne? Hausschuhe, Schuhe, Sonntagskleidung, Freizeitkleidung, Schmuck. Am Tag, in der Nacht, gewohnter Wäschewechsel, also wann wechselt man die Wäsche, einmal in der Woche, einmal am Tag und so weiter. Hier Hilfebedarf, braucht Hilfe bei der Kleiderauswahl, zieht sich wegen Desorientierungsheit öfter aus, fehlende Einsicht für angemessene Kleidung und so weiter. Nummer 8 ist Ruhen und Schlafen. Ruhen und Schlafen. Von wann bis wann schlafen Sie üblicherweise nachts? Halten Sie einen Mittagsschlaf, ja oder nein? Wenn ja, wie lange? Möchten Sie, dass nachts ein Mitarbeiter nach Ihnen schaut, ja oder nein? Gibt es Besonderheiten, die zu beachten sind? Unruhe, Tag-Nacht-Umkehr, Geräuschempfindlichkeit
Und hier sehen wir bei Hilfebedarf, hat Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen, hat psychische oder krankheitsbedingte Schlafstörungen, hat gestörten Tag-Nacht-Rhythmus. Genau, das geht alles um Ruhen und Schlafen. Dann kommt Nummer 9, sich beschäftigen. Hier geht es um, um Hobbys oder was, mit welchen Sachen verbringen Sie den Tag, verbringt der Patient den Tag, in welchem Beruf haben Sie gearbeitet, womit haben Sie sich gerne beschäftigt, wie sah Ihr Tagesablauf aus, wünschen Sie Hilfe bei der Gestaltung Ihres Tagesablaufes und hier Strukturierung des Tagesablaufes nach früheren Gewohnheiten, Zeitpunkt für Aufstehen, zu Bett gehen, abstimmen. Genau, so, das ist jetzt Nummer 9. Ich zeige euch mein Buch, Inhaltsverzeichnis von meinem Buch, Aufnahmebericht schreiben. Sie sehen hier, so, das ist Inhaltsverzeichnis von meinem Buch. Hier sehen Sie Tipps, dann kommen wichtige Formulierungen für Aufnahmebericht. Dann bekommen Sie Einleitung, der Anfang von Aufnahmebericht ist immer gleich und das können Sie immer benutzen. Und dann hier sehen Sie alle Punkte, die wir jetzt besprochen haben, 14 Stück. Zu jedem ADL-Punkt gibt es hier ausführliche Beschreibung. Ja, und wie man die Sätze formuliert. Wie man die Sätze formuliert. Hier sehen Sie auch Aufgaben und Musterlösungen. Das heißt, Sie müssen nicht nur lesen das Buch, sondern Sie müssen auch arbeiten. Und dann gibt es auch Antwortbogen, wo Sie das alles schreiben können. So zum Beispiel Nummer 6 ist Ausscheiden und dann sehen Sie, wie das aussieht. Hier, ja, so eine Tabelle. Dann gibt es eine Frage bei der Antwort, wie sollen Sie reagieren, wenn Sie in der Prüfung eine Ja-Antwort bekommen oder eine Nein-Antwort haben. Ja, und hier steht auch viele Redemittel, die sind jetzt unterstrichen. Ja, und das kann man auch lernen. Diese Redemittel werden immer wieder wiederholt. Ja, und so ist es bequem. Sie wissen Antwort auf Ja-Frage, Antwort auf Nein, weil Sie nicht wissen, wie kommt es in der Prüfung, wie wird es gemacht. Genau, das war zum Beispiel aus meinem Buch. Nun kommen wir weiter zu unserem Aufnahmebogen. Nummer 10. Sich als Mann und Frau oder Frau fühlen. Bevorzugen Sie männliche oder weibliche Pflegepersonen? Verwenden Sie Make-up oder Schmuck? Welche Haar- und Barttracht bevorzugen Sie? Genau, hier geht es um Frisieren, Rasieren und so weiter. Nummer 11. Für eine sichere Umgebung sorgen. Ja, hier geht es um die Hilfsmittel, um Bettgitter und so weiter. Können Sie Hilfe herbeirufen? Finden Sie Einrichtung ohne Hilfe zurecht? Genau. Dann haben wir Nummer 12. Soziale Bereiche des Lebens sichern. Zu welchen Verwandten, Bekannten pflegen Sie Kontakte? Gibt es Personen, zu denen Sie keinen Kontakt wünschen? Gibt es Zeiten, zu denen Sie keinen Besuch wünschen? Gibt es weitere soziale Kontakte mit Vereinen, Kirchengemeinde, bestimmte Geistliche? So, und hier ist bei Hilfebedarf sehen wir, Bewohner benötigt Aktivierung, Hilfe bei der Kontaktpflege, Betreuung im Haus integrieren. Mhm. Und vorletzte, Nummer 13, mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen. Haben Sie ständig oder wiederholt Schmerzen? Nehmen Sie deshalb regelmäßig Schmerzmittel ein. Welche? Wie bewältigen Sie sonst Ihre Schmerzen?
Gibt es Wünsche zur Betreuung in der Sterbephase? Wer soll sie in der Zeit versorgen? Und hier leidet an Verlust, hat Angst vor und so weiter. Und der letzte Punkt ist biografische Ergänzung. Hier steht an dieser Stelle nichts. Leidet unter unbewältigten Lebenserfahrungen. Vermisst jemanden, hat Sorgen um und so weiter. Ja? So, diese 14 Punkte haben wir jetzt zusammen, habe ich Ihnen gezeigt. Nun habe ich Ihnen den Aufnahmebogen gezeigt. Sie sehen, es ist sehr, sehr viel Information. In der Prüfung bekommen Sie 2 oder 3 Abschnitte von diesem Aufnahmebogen. Und Sie müssen natürlich müssen Sie alle 14 Teile lernen, wie sie aussehen werden, ja? Wie sie das formulieren, weil jeder Teil ist unterschiedlich. Jeder Teil befasst sich mit den anderen Aspekten des Lebens, wie Kleiden oder Ausscheidung und so weiter. Das heißt, Sie müssen alle Teile lernen und sich auf alle 14 Teile sehr gut vorbereiten. Das machen Sie am besten mit meinem Buch. Hier sind alle ausführlichen Sätze schon vorformuliert für Ja- und Nein-Fragen. Und super wichtig, Sie sehen, hier ist sehr viel Information. Hier in diesem, beim Schreiben sind sehr viele Fachwörter, sehr viel Fachwortschatz. Und nicht jeder Pfleger oder Pflegerin beherrscht auch diesen Fachwortschatz. Das heißt, man muss das schon vorher trainieren. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Ich empfehle 4 bis 8 Wochen vor der Prüfung schon beginnen mit der Prüfungsvorbereitung. Ja? Und das können Sie gerne mit meinen Büchern machen, mit meinem YouTube-Kanal machen, mit meinen Lernvideos. Oder mit meinen Büchern auch lernen. Schauen Sie, ich habe sehr, sehr viele Bücher für die Pflege geschrieben, damit Sie sich auch vorbereiten können. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg und schreiben Sie mir gerne, ob es Ihnen das Video gefallen hat oder Sie noch irgendwelche Wünsche zu den weiteren Themen haben. Und ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss.